Das Wasserballjahr 2017 kommt gleich voll auf Touren. Nach dem Champions-League-Abend unter der Woche gegen Olympiakos Piräus folgt nun, drei Tage später, für die Wasserfreunde Spandau 04 das Berlin-Derby gegen die SG Neukölln. Und Vereinsmanager Peter Röhle hatte noch nach der Niederlage gegen die Griechen gesagt, ein wirklich gutes Spiel haben wir in dieser Saison noch nicht gemacht. Also Zeit, dass sich seiner Meinung nach etwas dreht. Von der Motivationslage ist das eine Pflichtaufgabe, die hier erfüllt werden soll, was nicht abwertend klingen soll, aber es wird so sein. Entscheidend ist, dass man ein seriöses und vernünftiges Spiel macht, dass man den Gegner dementsprechend auch ernst nimmt. Ein Derby ist aber bekanntlich kein Spiel wie jedes andere und doch ist den Neuköllnern bewusst, dass sie heute gegen das Spandauer Spitzenteam mehr als einen Sahnetag brauchen, um zu Punkten zu kommen. Diesbezüglich bescheiden sind auch die Vorgaben des Coaches. Also Spandau ist für uns definitiv eine Nummer zu groß. Unsere Ansprüche im Spiel gegen Spandau ist, wir wollen keine Kontertore bekommen. Wir wollen insbesondere das 1 gegen 1 von Marco Stamm verhindern, der ist sehr stark in der Spielumkehr. Und hat dann eben die nötigen Vorsprung, um das Ziel zu retten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und natürlich den starken Center Matteo Tschuk möglichst nicht das Anspiel zulassen. Konter verhindern und eng am Mann sein, also der Matchplan der Neuköllner. Tja, doch, dass ein Plan auch manchmal schnell geändert werden muss, das merken die SGler quasi direkt nach Anpfiff. Die Spandauer legen los wie die Feuerwehr und gehen in Minute 2 durch Rémy Sodadier, der aus kurzer Distanz verwandelt, in Führung. Damit aber nicht genug. Die 04er sind zu Beginn hellwach und gedanklich einfach viel schneller als die Neuköllner. Nach Balleroberung geht es direkt Richtung gegnerisches Gehäuse und Tobias Preuß kann hier nach wunderbarem Zuspiel von Matteo Tschuk auf 2:0 erhöhen. Jetzt scheinen die Wasserfreunde Blut geleckt zu haben. Maurice Jüngling und Tobias Preuß zum zweiten können für den Favoriten nach 5 Minuten auf 4:0 erhöhen. Es riecht nach einer derben Niederlage für die Neuköllner, denen es nicht wie gewünscht gelingt, den Champions-League-Teilnehmer auf Tordistanz zu halten. Und auch wenn sie hier einen schön herausgespielten Anschlusstreffer durch Peter Markovic erzielen, die Spandauer lassen nicht locker und liegen nach dem ersten Viertel mit 6:1 vorne. Und wer jetzt gedacht hat, die 04er lassen es ruhig angehen, der irrt. Der Treffer zum 7:1, wieder durch Rémy Sodadier. Mit dem ersten Angriff nach Anpfiff ist es nur der Beginn einer wahren Torflut. Die Heimmannschaft schaltet und waltet, wie sie möchte, kontrolliert die Begegnung nach Belieben und geht mit ansehnlichen Spielzügen und Toren wie diesem hier von Kapitän Marco Stamm mit einer 14:2 Führung in die Halbzeitpause. Dann in der Pause hat nun Headcoach Florinel Giroud die Möglichkeit, auf seine Jungs Einfluss zu nehmen. Und auch wenn das Spiel bereits entschieden ist, kapitulieren kommt für die Neuköllner in einem Derby nicht in Frage. Und siehe da, im dritten Spielabschnitt finden die Gäste besser in die Begegnung, können sich öfter in Abschlusssituationen bringen und erzielen hierdurch Marek Molnar das zwischenzeitliche 15:4. Mehr jedoch ist gegen den heute souverän aufspielenden Favoriten einfach nicht drin. Die Spandauer stehen hinten sicher und bringen nach Ballgewinn ihre Konter konzentriert zu Ende. Somit springt für die 04er am Ende ein souveräner und nie gefährdeter 23:6 Heimsieg im Derby heraus. Doch für die Neuköllner kein Grund zu verzagen. Sie sind mit Tabellenplatz 4 noch gut im Rennen, ihr Saisonziel zu erreichen. Und auch für Spandau 04 geht es jetzt in den nächsten Spielen in die heiße Phase über. Hier sollen in der Champions League und gegen die enge Konkurrenz in der Liga Punkte her. Ich sehe Champions League-Spiele oder speziell die Begegnung gegen Hannover oder Duisburg als die Schlüsselspiele für diese Saison. Und da müssen wir zeigen, was wir können. Und da muss ich auch zeigen, dass wir die gesteckten Ziele, die wir haben, sich auch erfüllen. Spiele also, die es nicht zu verpassen gilt. Und zu sehen gibt es das alles wie gewohnt hier bei uns auf hauptstadtsport.tv, dem Wasserballsender Nummer 1.